Hey draußen, hier sind wieder Strong und Flex und heute gibt's einfach eine Spitzenbeinübung. So, kommen wir direkt zur Übung und zwar ist es der Cossack Squat und den Cossack Squat, den kennt jeder von euch, ist quasi ein seitlicher Ausfallschritt, nur dass wir den seitlichen Ausfallschritt heute ein bisschen erhöhen werden, um ein bisschen mehr Last in die Hüfte reinzugeben und vielleicht da noch ein bisschen mehr in die Hüftöffnung reinzukommen. Das heißt für dich bitte, du stellst den rechten Fuß in dem Fall jetzt auf die Box drauf. Es braucht eine kleine Erhöhung, ob das eine Treppenstufe ist oder unser Paleo-Chair oder was auch immer, ist völlig egal. Der linke Fuß ist minimal ausgedreht, maximal würde ich sagen 45 Grad. Und das Knie folgt jetzt der Zehenspitze, wenn du nach unten gehst. Der Oberkörper ist einigermaßen aufrecht, Blick geht nach vorne. Eine Sache immer noch, Großzehe abspreizen und guck, dass dein Fuß nicht verwrungen ist. Ne? Also dass du Richtung Knick, Senk, ja, Plattfuß hier gehst, dann verbringst dein Knie in die Hüfte. Ich sehe das so häufig. Stell deinen Fuß aufrecht hin, das ist nochmal ganz wichtig. Genau. Wir starten quasi mit dem Fuß, Zehenspitze zeigt geradeaus nach vorne. Flach stehend und wenn wir dann nach unten gehen, werden wir den Fuß langsam ausdrehen, dass die Endposition des Beins so ist. So habe ich also erst auch ein bisschen mehr Last auf der Innenseite und dann komme ich ein bisschen mehr auf die Beinrückseite. Die Arme kannst du nach vorne wegnehmen, um dir ein bisschen Gegengewicht zu geben. Und jetzt geht es von hier aus runter in den seitlichen Ausfallschritt. Ich glaube, wir können mit der Box noch ein bisschen weiter weg. Dann. Ja, ein Thema. Und wieder rauf. Wunderbar. Oberkörper ist aufrecht. Achte darauf, dass das Knie der Zehenspitze folgt. Und auch, wenn du runtergehst, das Knie nicht nach innen kommt und der Fuß nach innen kippt, sondern eher über die kleinen Zehen quasi nach außen schieben. Und da der Junge hier halt den Spagat kann, kommt er hier auch richtig schön tief runter. Das kann bei dir und bei mir noch ein bisschen höher sein, aber genau dafür ist ja die Übung da. Wichtig ist, lass die Rotation in dem Oberschenkelkopf drin. 10 Wiederholungen am besten rechts, 10 Wiederholungen links. Wäre nochmal ein ganz ordentlicher Einstieg. Und auch zwischen 3 und 5 Sätzen wäre sinnvoll, dass du einen ordentlichen Reiz kriegst hierbei. Und es ist ein wunderschönes Beintraining und öffnet dir natürlich auch gleichzeitig noch die Hüfte. Man könnte es Loaded Stretching nennen. Man könnte es eine krasse Oberschenkelübung nennen. Man eine krasse Po-Übung nennen. Also auf jeden Fall kann man es Übung nennen. Genau, beziehungsweise wie ich im Intro gesagt habe, eine Spitzenübung. So, viel Spaß und viel Erfolg mit der Übung. Bitte gib uns noch ein Däumchen nach oben für das Video. Abonnieren, falls du nicht getan hast, nach dem Abonnieren Glocke aktivieren. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Und hier gibt es zwei unserer letzten Videos. Wir sind wieder raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.